Servus, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid am Krisenherd. Wir machen heute den nächsten deutschen Klassiker und zwar meine Art und Weise der Currywurst. Und wie ich die mache, das zeige ich euch jetzt. Also gut, für unsere Currywurst, also Currywurst steht und fällt natürlich mit der Wurst und mit der Soße. Die Soße ist für mich ganz entscheidend und natürlich auch die Wurst. Ich weiß, in vielen Teilen Deutschlands, gerade im Nordrhein-Westfalen, wird die Currywurst mit einer weißen Wurst gemacht. Kann man selbstverständlich auch machen. Aber wir sind in Bayern und da wird das hier mit der roten Wurst gemacht. Aber it's up to you, wie es euch am besten schmeckt. Gut, für unsere Soße fangen wir jetzt mal ganz einfach an. Ich habe hier rote Zwiebeln. Die schneide ich mir einfach mal grob klein. Hierbei ist auch wieder zu beachten, es muss nicht so fein sein, weil wir das später alles pürieren werden. Wir machen uns quasi unseren eigenen, ja mehr oder weniger unseren eigenen Curry-Ketchup. So, rote Zwiebel erledigt. Dann gebe ich mit rein etwas Ingwer. Dann brauchen wir für unsere Currysoße eine rote Paprika. Einfach auch so grob klein schneiden, zack. Dann kommt für mich eine entscheidende Zutat und zwar, ich möchte natürlich gerne eine schöne fruchtige Soße haben, deswegen kommt bei mir Ananas mit rein. Viele geben auch Banane mit rein oder Apfel, aber ich mache es mal mit Ananas. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal die Hälfte. Genau, den Rest stellen wir jetzt wieder zurück. So, schälen wir uns einfach nur grob, zack. Zack. So, auch die Ananas in Scheiben schneiden. So, und normalerweise würde jetzt selbstverständlich noch etwas Chili mit reinkommen. Da ich aber heute auch für meine Kinder koche, lasse ich die Chili einfach weg. Beziehungsweise kann man ja später noch drüber tun. Wir fangen jetzt aber auch schon mal an mit der Soße hier. Mal einschalten hier. Dann kommt da etwas Pflanzenöl rein. Dann schon mal die Zwiebeln. Und der Ingwer kommt eigentlich auch gleich dazu. Die Paprika haben wir auch gleich mit rein. So, und das lassen wir jetzt mal schön, richtig schön anbraten. Und wenn das geschehen ist, dann sehen wir uns wieder. So, unser Gemüse ist jetzt schon schön angebraten. Jetzt kommt die Ananas hier mit rein. Genau. Dann, was wäre eine Currysoße ohne Curry? Deswegen kommen jetzt hier mal eine ordentliche Portion Currypulver hier mit rein. Und auch eine kleine Prise geräuchertes Paprikapulver. Sehr, sehr lecker. Und die muss man jetzt kurz ein bisschen mitbraten, weil das sind beides fettlösliche Gewürze. Aber natürlich schauen, dass das Ganze nicht verbrennt. Sehr gut. Jetzt kommt auch schon mal eine Prise Zucker hier mit rein, um das Ganze schön zu karamellisieren. Und auch schon mal eine Spur Salz. Allein der Duft jetzt ist schon sensationell. So, das hat uns jetzt super schön karamellisiert. Jetzt kommt ein bisschen Säure mit dazu und in dem Fall etwas weißer Balsamico. Da könnte man jetzt natürlich auch arbeiten mit Fruchtsäften, also viele geben Apfelsaft dazu oder Orangensaft. Aber ich mache es jetzt halt mal mit dem Essig. Und den lassen wir jetzt fast komplett einreduzieren. Ich will so eine richtig schön fruchtige, süß-säuerliche Currysoße mir da zusammenstellen, die dann optimal zu meinen Würsteln passt. In der Zwischenzeit kann ich mir jetzt aber auch schon mal meine Würste einritzen. Einfach einen nach der anderen, einfach nur hier so einritzen, dass die einfach richtig schön knusprig ausbacken kann später im Fett. Also die Würstel haben wir auch erledigt. Jetzt ist der Essig komplett wegreduziert, jetzt kommen hier passierte Tomaten drauf. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir das Ganze gut und gerne mal bei mittlerer Temperatur
so eine halbe Stunde vor sich hinköcheln. Ich habe aber noch ein Special Gimmick für euch, und zwar natürlich, was isst man dazu zur Currywurst? Die meisten essen Pommes dazu. Deswegen habe ich mir gedacht, wer sich Pommes dazu macht, dem zeige ich jetzt auch mal noch eine richtig geile Mayo, wie man die selber macht. Geht rucki zucki, man braucht nur Folgendes dazu. Man braucht ein Vollei. So, runterschalten. Dann ein Eigelb. Kurz das Ei drin hier. Jo. Ein Eigelb. Dann brauchen wir als sozusagen als Emulgator, nehmen wir die Schaumsenf her. Der bringt dann quasi die beiden Fette zueinander. Also Eigelb ist ja Fett und Öl ist Fett. Und um das Ganze miteinander zu verbinden, brauchen wir den Senf. Dann kommt hier mit rein wieder eine ordentliche Schippe Curry. Für die Säure nehmen wir etwas Balsamico wieder her. Könnte man jetzt aber auch Zitronensaft hernehmen. Dann etwas Süße, Zucker und natürlich auch Salz. Und das mixen wir uns jetzt schon mal richtig schön durch. Und jetzt machen wir eigentlich nichts anderes, Freunde, wie dass wir mit unserem Mixstab hier drin bleiben und einfach das Pflanzöl hier einlaufen lassen. So, mixen wir das einmal richtig schön durch. Und fertig ist unsere ausgemachte Mayo. Perfekt, passend zur Currywurst, natürlich eine Curry-Mayo. Probieren wir auch mal, ob das schmeckt. Ja, ich würde sagen, arschgeil. Perfekt. Mayo haben wir fertig. Currywürstel haben wir eingeritzt. Die können wir jetzt schon mal schön langsam in die Pfanne geben und langsam vor sich hinbraten lassen, weil ich will, dass die natürlich außen knusprig sind, aber innen auch heiß, ganz klar. Deswegen mache ich mal auf mittlerer Temperatur. Gebt da auch nicht zu wenig Fett in die Pfanne. Dann geben wir unsere Würstel hier rein. So, und dann ist es jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Wir müssen warten, bis unsere Würstel knusprig sind, bis die Soße soweit fertig ist, dass wir sie pürieren können. Und dann sehen wir uns wieder. So, unsere Würstel sind fast fertig gebraten. Jetzt haben wir hier unsere Soße. Da ist jetzt auch alles schön weich gekocht. Die püriere ich jetzt mal. So, unsere Soße ist jetzt fertig püriert. Das heißt, ich nehme jetzt mal eine Wurst hier raus. Und zwar nehme ich mal die da. Ja, genau, so soll das ausschauen. Richtig schön knusprig gebraten. Die lasse ich kurz ein bisschen abtropfen auf dem Zewa. Dann habe ich hier meine Mayo. Die bringe ich jetzt einfach mal so ein bisschen dekorativ auf den Teller. Genau. Dann nehme ich mir meine Wurst. Schneiden wir die in zwei Teile. Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich will es ja auch schön machen hier für euch. Genau, und dann kommt was von unserer geilen Currysoße hier oben drüber. Und das macht überhaupt nichts, Leute, wenn die noch leicht stückig ist. Weil dann sieht man, dass die selber gemacht ist. Und das finde ich richtig geil. Jetzt noch ganz klassisch, wie bei jeder Currywurst, etwas Currypulver oben drüber. Und dann würde ich sagen, ist unsere Currywurst fertig. So wie ich sie am liebsten mag. Jetzt noch geile Pommes dazu. Ich hoffe, die haben meine Kinder in der Zwischenzeit gemacht. Die lasse ich mir jetzt schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt gesund. Rock on und habe die Ehre.
Mhm.